Servus, grüßt euch, da ist der Limmi wieder. Heute geht es um das Thema Outdoor-Bekleidung imprägnieren und wie ich das mache. Das zeige ich euch. Bleibt dran, darf mich freuen. Bis gleich. So, nachdem es die letzte Zeit permanent immer wieder am Regnen ist, dachte ich mir, dass ich meine Buschkraftjacke wieder mal neu imprägnieren tue. Und ich habe jetzt das so gemacht, dass ich in einer alten Blechdose alte Teelichter, also Paraffinwachs, gemischt mit Bienenwachs 1:3. Das heißt, zwei Teile Paraffinwachs und ein Teil Bienenwachs. Und ich habe das dann aushärten lassen. Und dann erhält man da so einen runden Block und den habe ich dann mit dem Messer in drei Teile geteilt und dann habe ich da so schöne Brocken und mit denen kann ich dann das Kleidungsstück behandeln. So, ich gehe jetzt noch folgendermaßen vor, reib dieses Wachs in die Jacke ein. Und wenn ich es dann eingerieben habe, nehme ich einen Föhn. Ja, und wie man jetzt erkennen kann, schmilzt dieses Wachs und dringt dann in das Gewebe ein. Ihr müsst bloß ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel vom Wachs verwendet, weil sonst hat man dann im Kleidungsstück so graue, weißgraue Schlieren. Ja, und das mache ich natürlich jetzt mit dem restlichen Kleidungsstück auch so. Genau, und jetzt wieder mit dem Föhn. Sollte man doch einmal ein bisschen zu viel Wachs, dann einfach mit einem sauberen, trockenen Tuch das von der Hand nochmal ins Gewebe einarbeiten. Und dann ist das schön im Gewebe verteilt. So, und so mache ich jetzt die ganze Jacke. Ja, ganz wichtig sind natürlich die Nahtstellen, wo also die Jacke zusammengenäht ist. Wie gesagt, bei den Nähte, da darf man ruhig ein bisschen mehr. Den Rest einfach wieder mit dem Tuch verreiben.
So, nachdem ich jetzt das schon einmal eingearbeitet habe, das Wachs, mache ich den ganzen Durchgang ein zweites Mal, weil durch das zweite Mal auftragen kann ich mir dann sicher sein, dass ich die Stellen, die wo ich beim ersten Mal nicht erwischt habe, dann beim zweiten Durchgang auf alle Fälle dann mit erreiche. Ich habe jetzt da als Unterlage meine italienische Zeltbahn genommen, weil ich habe nämlich diese Zeltbahn genauso auf die gleiche Art imprägniert. Und diese Imprägnierung, die ist jetzt schon 2 Jahre drauf und hält immer noch einwandfrei. Also man kann da auch, das ist ja Baumwollgewebe, man kann da auch Baumwollwolle damit imprägnieren, wie zum Beispiel die Bundeswehr-Zeltbahn, könnte man auf die Art imprägnieren. Jawohl. Es gibt dann noch eine zweite Methode, dieses Wachs einfach zu schmelzen und dann mit einem Pinsel und dann kann man das dann einstreichen. Dann tut man es halt anstelle vom festen Wachs, das wo man dann einreiben muss, mit dem geschmolzenen Wachs mit dem Pinsel eintragen. Allerdings würde ich das dann eher bei Zeltbahnen empfehlen, weil bei Zeltbahnen ist es dann nicht so schlimm, wenn dann ein bisschen an manchen Stellen etwas mehr Wachs drauf ist und man dann ein bisschen so graue Schlieren erhält. Das ist dann, wie gesagt, bei Zeltbahnen, die wo sowieso in Tarnfleckmuster sind, dann kein Problem. So Freunde, ich habe jetzt die Jacke eine gute halbe Stunde an und ihr seht, es regnet so dahin. Und kein Regner, der wo durchgeht. Ihr seht es da, wie das schön abperlt. Mal da im Schulterbereich. Also, bin mit dem Ergebnis zufriedener. Und jetzt zeige ich euch noch eine Jacke, die wo ich mit Imprägnierspray behandelt habe und auch eine halbe Stunde angehabt habe. So Freunde, ich habe jetzt die Jacke an, die ich mit so einem handelsüblichen Imprägnierspray behandelt habe. Ich habe jetzt ebenfalls eine gute halbe Stunde an und ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, das hat oberflächlich schon das Gewebe durchdrungen, an der Unterseite von den Armen weniger, aber da im Schulterbereich
Das ist alles feucht. Jetzt zeige ich euch dann noch einen Vergleichstest. Und zwar tropft da jetzt Wasser in größere Tropfenform permanent drauf. Und ihr seht, es hat eigentlich null Abperlwirkung. Das ist jetzt, wie gesagt, kann man erkennen, wie es läuft zwar ab, aber das ist klar, durch das, dass mein Arm nach unten hängt, aber die Abperlwirkung ist nicht sonderlich stark. So, jetzt machen wir den Vergleich mit der mit Wachs behandelten Jacke. Und ihr seht schon, diese Perlenbildung. Also es ist wesentlich besser, wenn man es mit Wachs macht. Ja, man sieht ähnlich wie beim Autolack diese Perlen, und das bedeutet, dass das Wasser also nicht durchdringt, sondern auf der Oberfläche diese Perlen bildet und dann abläuft. So, Freunde, wir sind dann schon wieder am Ende vom Video. Meine allerliebste Variante bei Starkregen ist der alte Bundeswehr-Poncho mit der Gummierung. Der ist wirklich super wasserdicht. Und so Regenjacken, ja, auch die besten Gore-Tex-Jacken, solange sie neu sind, halten sie noch sehr gut den Regen ab, aber sobald sie ein bisschen älter sind, lässt es dann natürlich nach und dann muss man die Imprägnierung erneuern. Ja. Ich wollte euch nur mal den Unterschied zeigen, Wachs und Imprägnierspray. Die von euch da auf dem Gebiet Erfahrung haben, wie ihr das macht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, das würde mich interessieren. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, die krank sind, werdet mal wieder gesund. Bis zum nächsten Mal, Servus, pfiat euch, euer Lemmy.